Vor vielen Jahren lebte in der Wachau ein kleiner junger Stier mit dem Namen Ferdinand. All die anderen jungen Stiere, die mit ihm gemeinsam aufwuchsen, liefen lustig umher und stießen mit den Köpfen gegeneinander. Ferdinand jedoch. Saß am liebsten ganz entspannt am Sofa und hörte dem Radio zu. Seine Lieblingsdecke ganz hoch bis zum Kopf gezogen, saß er den ganzen Tag zu Hause und hörte Radio. Seine Mutter war eine sehr weise Kuh. Sie sorgte sich um Ferdinand und fragte kummervoll: Warum läufst du nicht mit den anderen kleinen Bullen, balgst dich, rennst und springst? Aber Ferdinand schüttelte nur den Kopf. Ich bin doch viel lieber da. Auf meinem Sofa und höre dem Radio zu. Und weil seine Mutter ihn verstand, obwohl sie eine Kuh war, ließ sie ihn mitten auf seinem Sofa glücklich sein. Mit den Jahren wuchs Ferdinand zu einem stattlichen großen Stier heran. Seine Altersgenossen liefen immer noch den ganzen Tag umher, mittlerweile am Donauradweg. Ihr Traum, ihr sehnlichster Wunsch war, einmal einen Marathon von Passau bis Wien die ganze Länge zu laufen. Sie träumten, wie sie voll mit Medaillen zurück nach Dürnstein kommen würden. Nicht jedoch Ferdinand. Der saß immer noch am liebsten auf seinem Sofa und hörte dem Radio zu. Eines Tages kam die Corona-Krise ins Land und die Polizisten kontrollierten, ob sich das ganze Volk auch an die Ausgangsbeschränkungen hält. Die anderen Stiere verließen fluchtartig den Donauradweg, sprangen in die Büsche und klapperten mit den Zähnen. Sie wussten, dass es verboten war, in Gruppen zu laufen.
Ferdinand aber wusste, dass ihn das alles nicht betrifft. Also schlenderte er vom Fenster zurück ins Wohnzimmer, um sich auf seinem Lieblingsplätzchen niederzulassen. Er hat nur leider nicht genau aufgepasst, wo er sich hinsetzt. Und anstatt auf seine Lieblingsdecke setzt er sich auf eine Biene. Also stellen Sie mal vor, Sie wären eine Biene und es setzt sich ein Stier auf Sie drauf. Was würden Sie tun? Ferdinand sprang in die Luft. Wie von Sinnen rannte er schnaufend umher, stieß die anderen Stiere zur Seite und lief hinaus zum Wasser, um den Stich in der Donau abzukühlen. Polizisten jauchzten vor Freude. Hier war er, der Gesetzesbrecher. Den werden wir dem Richter vorführen. Es war ein wundervoller Tag. Die Landesfahne flatterte im Wind. Der Gerichtssaal war fein herausgeputzt und alle Polizisten in Ausgehuniform. Die Parade in den Gerichtssaal begann. Zuerst die Sachverständigen. Dann die Zeugen. Und dann der Richter, der stolzeste von allen. Dann kam der Stier. Und Sie wissen ja, wer das war. Ferdinand begab sich auf die Anklagebank. Und die Zuschauer dachten sich, mit einem Meter Mindestabstand. So, ein wilder Stier, ganz klar. Der muss ins Gefängnis. Aber doch nicht Ferdinand. Als er im Hintergrund eine Sendung über Beethovens unbekannte Sinfonie Nummer 14 hörte, ließ er sich entzückt nieder und hörte zu. Er saß ganz ruhig da und hörte Beethoven. Und die Sachverständigen wurden wütend. Und die Polizisten wurden noch wütender. Und der Richter wurde so wütend, dass er zum Weinen anfing. Also mussten sie Ferdinand nach Hause bringen. Und da sitzt er immer noch auf seinem Sofa und hört dem Radio zu.
sehr glücklich.